Jo, und Kohlenstoff. Das ist schön. Komm ich da hin? Nö. Da muss ich gleich ein bisschen was sammeln gehen. Entschuldigung. Ich aufpasse, dass ich keine Viecher weglese, glaube ich, ne? Die rennen hier alle so voll fröhlich durch die Gegend. Eine Sammlung ist so ein Klotz. Alles hier weglasern, Alter. Ach, da war schon nichts. Gar nicht gesehen hier. Ich sehe quasi den Fels vor lauter Stein nicht mehr. Oh, schon wieder. Das kann man nicht mehr. Wie viele Stimme gibt's denn hier immer? Wie groß ist dieser Haufen denn noch? Ich hör da gar nicht auf. Alter, wir sind noch lange nicht unten angekommen. Geht's hier? Ja. Gut. Noch mal kurz. Ich schenke mir in der Zeit noch was ein. Hieß es, alles machbar. Jetzt geht es erstmal darum, Kohle zu verdienen und ein größeres Schiff zu organisieren. Damit wir das dann auch ausbauen können, weil der Anzug ist ja nun relativ gut ausgebaut. Da geht natürlich noch mehr, aber... Ihr kennt das ja. Alter, ist aber auch scheiße kalt hier, ne? Schon wieder irgendwas anderes kaputt gemacht. Warte mal. Wir müssen jetzt gleich alle hier. Wie viel Platz haben wir denn noch? 1, 2, 3 Stacks. Alter, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Stacks mit Nickel. Ach, das Eisen. Gott sei Dank. Besser ist auch. Was ist denn jetzt? Raumjäger. Was habe ich getan? Ach so. 100.000 U. Das ist schön. Aber egal. Ding hier aus der Landschaft gefegt.
Und ja, solche Folgen werden öfters vorkommen. Und ja, sie werden sehr nett sein. Nicht nur für euch, auch für mich. Ich muss mal ganz klar betonen, aber... Naja, das Spiel baut ja hier drauf auf, ne? Da, jetzt kommt schon wieder einer rumgegangen. Der kriegt bestimmt, der will bestimmt gleich ein paar von Lachs haben. Hier irgendwo schon abgekriegt. Ich glaube, ich gleich mal das Netz aktivieren. Was haben wir denn hier noch? Ich sehe schon wieder, ich sehe nichts hier, nichts sehe ich hier. Noch irgendwo? Oder war es das? Das war's, glaube ich. Guck mal, weiß ich gerade irgendwo. Da, da ist so ein Laberstein. Ich bin raus. Ich bin da. Ja, gleich hier vorne irgendwo. Da ist er. Was ist er denn? Hier schon. So böse? Ruhig, Vegetation frisst, ja. Und du? Auch. Ja, ich glaube, der will nur spielen. Wenn nicht, kriegt er auch ein paar geschossen. Naja. So, da haben wir noch ein bisschen Platz für Pupuonium. Das brauchen wir nämlich. Das ist der Staral gleich nachher. Dankeschön. Kronit lasse ich jetzt mal stehen. Und jetzt gehen wir mal das ganze Nickel verkaufen. Wie viel haben wir denn im Raumschiff davon? Und da haben wir ein 500er Steck. Da gibt ja immer mal ein bisschen Kohle, würde ich sagen. Alter, so weit weg sind wir. Ernsthaft? Da ist auch noch so ein Oller. Kackfelsen. Und da ist bestimmt Heridium drin. Vermute ich mal. Ach, da ist gar nichts mehr drin. Da war ich schon. Gut zu wissen. Den habe ich auch schon. Eigentlich müsste ich mein Raumschiff da mal runterparken, damit da ein anderes landen kann. Falls wir da eins vorbeifliegen sollte, was man kaufen könnte. Ich bin trotzdem sehr dafür, dass wir den Planeten trotzdem mal wechseln. Weil diese ständigen Wetterumschwünge, die sind echt nicht schön. Ach, hier war wieder Vorsichtsstufe. So, wollen wir mal gucken, was wir alles so an Nickel haben, was wir verkloppen können, ne? Nickel und Heridium. Wir haben... Eieiei. Für 144.000, das wäre aber alles, ne? Oder? Ist das separat? Ne, hier haben wir 500. Ah, okay, das ist separat. Das heißt, ich verkaufe nichts aus dem Schiff. Oh, hat sich aber gelohnt, den Ding wegzuhämmern. Wetterwarnung. Bevorstehender Sturm. Ja, ja, natürlich. Und Heridium bringt immerhin 11.000. Ja, ist jetzt nicht so viel, aber besser als nix, ne? Das Eisen kann auch mal weg. Und der Titan... Lohnt sich fast nicht zu verkaufen, aber weg ist weg. So. Sieht doch schon mal gut aus. Ja, wir bräuchten eigentlich Emeril. Eigentlich bräuchten wir Emeril. Aber das finden wir nicht so schnell. So, machen wir den mal. Den machen wir auch voll. Nee. Das reicht nicht. So, hört ihn auf. Geht doch.
So, dann laden wir die Knarre noch auf. Plutonium müsste so viel wert sein, aber davon gibt es, glaube ich, viel zu viel. Jetzt haben wir zumindest schon mal 500.000. Stufe. Und ich bin dafür, dass wir uns woanders hin verdünnisieren. So, wir können ja noch eben das. Wo ist denn? Das Ding da holen. Guck mal, was haben wir denn da noch? Da sehe ich. Sind das zwei Vorkommen? Das sieht so nach zwei Vorkommen aus. Eigentlich sogar drei, wenn ich das richtig sehe. Und was das eine ist, das sieht. Das ist hier wie ne? Hier. Was ist das? Aluminium. 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 Was ist denn Aluminium wert? Aluminium ist 165. Ist sogar mehr wert als. Ja. Das tut mir jetzt. Eigentlich. Warum? Gar nicht leid. Weil jetzt wird das Aluminium noch weg. Verbaut. Was ist denn gleich? Ich glaube, Alu ist nicht so viel hier. Ich habe auch eine Pflanze weggemacht. Gut, diese Aluminiumbrocken müssen wir, glaube ich, auch einsammeln. Noch eher als Nickel. Einfach weil das Zeug ein ganz Schwung mehr wert ist. Aber davon gibt es nicht so viel im Vorkommen hier. Ne? Also wenn wir da so einen großen Klumpen finden, wie eben bei dem Nickel, das wäre ja ein Traum. Wird aber wohl nicht passieren. Da. Und den. Und den. Warum steht der da hinten nur alleine? Mal weg. Guck, und das war's nämlich schon wieder mit dem Alu. Mehr ist hier nicht. Oh, ist doch noch. Nee, doch nicht. Ah, da kommt nichts mehr raus. Ich vermute mal, das hier wird auch Iridium sein. Ich mache stark von aus. Natürlich. So, dann müssen wir eben flugs zurück ins Raumschiffchen. Jetzt geht uns hier gleich der Arsch auf Grundeis, im wahrsten Sinne des Wortes. Zack. Dann gucken wir mal unterwegs noch mal so ein bisschen, ob wir überall mal noch irgendwo. Ich finde es übrigens schade, dass wir hier auf dem Planeten nicht mit. Ist das hier auch irgendwas? Nee, ne? Nee, da willst du drauf. Ich habe gerade irgendwas im Augenwinkel gesehen, ich weiß aber nicht, was es war. Echt? Keine Ahnung, was ich. Hä? Naja, da unten war das nicht. Ich meine, ich habe gerade irgendwo. Ich meine zumindest, ich habe gerade irgendwas im Augenwinkel gesehen. Aber es ist anscheinend nichts. Einbildung. Einbildung habe ich viel von. Bin voll eingebildet. Also hier noch ein kleines Ding. Ja, auf dem Mond. Gibt es hier einen Mond? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube wohl, oder? Müsste ich gleich mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal bei der Ruine hier vor Anker. Und dann werden wir uns wohl mal einen anderen Planeten suchen. Hier einen Mond. Ich habe den Planeten noch gar nicht benannt. Kann ich erstmal hochladen alles hier. Eine Spezies fehlt uns noch, ey. Können wir 200.000 Units.
wahrscheinlich entweder irgendwas Schwimmendes oder irgendwas Fliegendes. Gibt es hier Wasser? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. So, das hier ist ja starker Regen. Gut, Feuchtgebiet haben wir schon. Hier gibt es viele Blizzards, ne? Oder viele Stürme. Ja, machen wir mal ganz plump und nennen das Ding einfach Stürmer. Da Stürme. Und Dune. Hier kann ich nichts von sehen. Na, schade. Warum ist hier eigentlich ein Punkt? Ist ja nur da rein zufällig, ja, ne? Vorkommen in der Nähe. Nö. Aber wir können ein bisschen Sprache lernen. Nur ein so ein Ding? Glaube ich ja nicht. Da oben ist auch noch einer rein. So, mal gucken. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten. Die Monolithen sind ihre verstreuten Kinder. Zusammen vermitteln sie die Weisheit des Unendlichen. Sie müssen verstanden werden. Okay, die Korvax haben also was mit dem Atlas zu tun. Korvax, Wort für Unterbrechung. Mhm. Okay, da hinten wäre noch so ein Ding. Können wir nicht weigern. Dann würde ich gerne den Planeten wechseln. Sehr gerne sogar. Es ist. Ständig ist hier Sturm und schweinekalt. Das ist sehr ergiebig. Da war irgendwo ein Vorkommen. Das habe ich gerade gesehen. Da. Ein Ruder. Ach hier. Heri, natürlich. Es musste natürlich Heridium sein. Es geht. Also irgendwie anfangs auf dem ersten Planeten hatten wir ein Heridium-Problem, hatte ich das Gefühl. Und jetzt, Alter, kann ich mich mit dem scheiß Zeug totschmeißen. Was ist das denn da? Oh, schon wieder ein Sturm, ey. Hören wir doch mal auf damit. Ja, ja, mehr Warpzellen, bla bla, mega. Ich weiß das. Ich finde es schön, dass ich endlich mal einen Hinweis auf irgendwas habe. Und jetzt im Moment gänzlich unnötig. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt diesen gottverlassenen Ort. Beziehungsweise wir können noch mal ein bisschen durch die Gegend flattern und gucken, ob wir noch irgendwo Gezuppel finden. Wow. Achso, hier geht's ja runter. Ich vergaß. Nicht zu viel zu sehen, ne? Ja. Ich hier auch noch weniger. Bei dem ganzen Regen müsste es doch rein theoretisch auf Wasser hier geben, oder nicht? Gucken mal, ob wir noch irgendwo was Schönes, Glänzendes wie Aluminium finden, aber das gibt es notfalls auch im All. Und können wir auch. Oh, das können wir eigentlich im All farmen und auf Raumstationen verklöppeln, ne? Und das finde ich halt schade, dass das nicht geht. So, auf ins All. Achso, jetzt sollte man einen Schub reinlegen. Sonst wird das hier wohl nichts mehr. Ach ja. So, Aluminium hätten wir jetzt da.